Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute werden wir uns ein Frühstücks-Grillbaguette machen, so mit allem, was bei so einem guten Frühstück dazugehört. Alles, was ihr rund um dieses Video hier wissen müsst, wie die genauen Mengen und das ausführliche Rezept, das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns die Zutaten an. Beginnen werden wir da mit unserem Baguette als solches. Das hier ist jetzt ein Aufbackbaguette. Diese Größe, so wie ich das hier habe, sollte es nach Möglichkeit auch haben. Und bei einem guten Frühstück dürfen natürlich nicht Speck und Eier fehlen und Käse natürlich auch nicht. Eine Grillwurst brauchen wir auch. Außerdem benötigen wir frischen Schnittlauch, dann habe ich hier einmal Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Und zum Schluss haben wir hier ein bisschen Sahne und Butter. Das waren dann die Zutaten. Nicht viel, aber für ein Frühstück denke ich ausreichend und somit können wir dann auch gleich starten. Dazu habe ich mir hier schon mal das Baguette hingelegt. Und da nehmen wir uns dann zuerst ein Messer und schneiden hier einmal so schräg dran lang, das Ganze rundherum. Und wenn wir das dann eingeschnitten haben, dann gehen wir her, nehmen hier diesen Deckel mal ab. Den könnt ihr schön beiseite legen und als Croutons nehmen, später in der Pfanne anbraten. So, und wenn wir den jetzt hier so abhaben, nehmen wir uns das Messer, schneiden hier nochmal so ein bisschen drin rum, dass wir noch so ein bisschen tiefer kommen. Das heißt, das hier muss auch noch raus. Da aber wirklich ganz vorsichtig machen, dass wir nicht bis unten rauskommen, weil dann hat sich's gleich erledigt. So, und das werde ich jetzt machen und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und wenn das Ganze dann hier so ausschaut, habt ihr alles richtig gemacht, dann wäre das Baguette schon mal vorbereitet. Nach dem Baguette widmen wir uns dann dem Schnittlauch, der liegt hier vor mir. Und den schneiden wir uns jetzt hier in feine Ringe. Dann nehmen wir uns eine Schale und werden da die Eier reinhauen. Und sind die Eier dann in der Schale, nehmen wir uns hier so ein Quirl und schlagen die einmal auf. Ist das aufgeschlagen, kann der Schnittlauch dazu. Etwas Pfeffer, Salz, Paprikapulver, die Sahne, der Käse und der Speck. Und dann rühren wir das Ganze noch einmal richtig schön auf. Und wenn das Ganze dann hier so ausschaut, haben wir auch wieder alles richtig gemacht. Dann nehmen wir das, stellen das noch mal ein bisschen kühl und jetzt geht es weiter mit der Bratwurst. Dann stehen wir mit der Wurst am Grill. Ich nutze dazu heute meinen Kugelgrill. Ihr könnt einen Gasgrill nehmen, ihr könnt einen normalen Grill nehmen. Da geht eigentlich fast jeder Grill. Da müsst ihr gucken, was ihr zur Verfügung habt. Da werden wir jetzt hier erstmal die Wurst drauflegen und grillen. Das Schälchen mit der Butter stellen wir auch hier oben rein, denn die soll schmilzen. Die könnt ihr einfach so da oben hinstellen, die Hitze reicht dafür aus. Unsere Grillwurst schaut dann so hier aus. Ich würde sagen, das ist okay. Die nehmen wir runter. Dasselbe passiert jetzt hier mit unserer Butter. Ihr seht, die ist so gut wie geschmolzen. Das bisschen in der Mitte, das kommt noch. Deswegen auch vom Grill damit. Als nächstes bauen wir dann unseren Grill um. Dazu nehme ich mir hier das Mittelteil raus. Dann nehmen wir uns die Kohlekörbe, schieben die nach außen. Denn wir brauchen jetzt indirekte Hitze. Dann setzen wir unser Mittelstück wieder ein. Machen den Deckel zu. Nachdem der Grill dann jetzt umgebaut ist, müsst ihr gucken, dass er euch den so einregelt auf gute 160 bis 170 Grad. Das reicht vollkommen aus. Gesehen, indirekt habt ihr auch, wie gesagt, Gasgrill, alle Grills gehen da. Hauptsache indirekte Zone, 160, 170 Grad und alles wird gut. Jetzt habe ich hier allerdings noch die Wurst liegen. Das passt nämlich von der Zeit her. Die können wir uns dann klein schneiden. Dazu schneiden wir uns die hier einmal der Länge nach durch. Und wenn das erledigt ist, schneiden wir uns hier solche Stückchen runter. So, probieren müssen wir die Wurst natürlich auch. Die ist gut.
und natürlich auch fertig geschnitten. Jetzt können wir uns hier unser Baguette nähen und damit gehen wir wieder an den Grill. Die 160 bis 170 Grad haben wir dann erreicht. Dann nehmen wir uns die Baguettes, legen die einfach hier so drauf. Schön nebeneinander. Können sich auch berühren, ist alles nicht schlimm. Jetzt kommt dann unsere geschmolzene Butter zum Einsatz. Da nehmt ihr euch hier so einen Pinsel und pinselt hier das Baguette von innen ein. Und wenn die Butter dann verteilt ist, machen wir den Deckel zu und geben dem Ganzen so 5 Minuten, einfach nur, dass die Baguettes schon mal heiß werden. Die Zeit wäre dann rum. Dann können wir hier unsere Bratwurst nehmen, legen hier so ein paar Stücke einfach hier rein. Und nachdem die Bratwurst dann Platz genommen hat, nehmen wir hier unsere Eimasse und gießen die einfach hier so rein. Das verteilt da schön gleichmäßig. Könnt ihr euch dann nochmal hier so einen Teigschaber zur Hilfe nehmen. Jetzt wieder zu damit. Und das lassen wir dann jetzt nochmal so gute 15 bis 20 Minuten auf dem Grill. Einfach nur so lang, dass unsere Masse stocken kann, der Käse schmilzen kann und das Baguette natürlich kross wird und eine schöne Farbe kriegt. Da müsst ihr aber gucken, dass es nicht dunkel wird, aber wir gucken sicherlich gleich nochmal rein. 10 Minuten wären dann rum, wir schauen mal rein. Und ich würde behaupten, wir sind auf einem guten Weg. Das Baguette kriegt Farbe, der Käse schmilzt, das Ei. Ja, das fängt an zu stocken, ist aber noch nicht so weit. Deswegen nochmal 10 Minuten und dann sollten sie fertig sein. Insgesamt sind dann jetzt 30 Minuten rum. Wir schauen nochmal rein. Und ich würde sagen, das sieht hervorragend aus. Das Baguette hat eine super Farbe. Der Käse hat Farbe bekommen. Das Ei, denke ich mal, ist auch gestockt. Jetzt werde ich diese hier runternehmen, aufs Brett legen und wir sehen uns oben, wenn wir die ganze Nummer probieren, sofern sie oben heile ankommt. Hier liegen die zwei und die gucken wir uns natürlich noch mal aus der Nähe an. Zuerst schauen wir uns die von unten an und ich würde sagen, das sieht super aus. Das auch noch, auch spitzenmäßig. Ja, und jetzt hilft ja nichts. Ich nehme mir hier das Messer und wartet. Kross ist es auch. Und jetzt gehen wir hier so durch und schneiden solche Stücke raus. Hier habe ich ein Stück. Guten Appetit. Pusten müssen wir wieder. Ja, und jetzt. So, der Happen ist weg. Kann einfach nur sagen, macht's nach. Ist mega lecker. Wir haben hier Ei, Speck, eine Bratwurst, Käse. Ich glaube, da kann gar nichts schief gehen. Dann ein schönes Baguette, wo wir das Ganze reingemacht haben. Dann in solche Stücke geschnitten. Kann man auf einer Party vielleicht als Vorspeise reichen. Oder sogar, wie ich jetzt gesagt habe, als komplettes Frühstück nehmen. Ist eine Mahlzeit und ja, richtig lecker. Wie euch das jetzt würzt, müsst ihr gucken, ob ihr so wie ich jetzt nur Salz, Pfeffer, Paprika plus ein bisschen Schnittlauch dran macht oder noch andere Gewürze bzw. Kräuter. Da müsst ihr dann gucken, wie das für euch passt. Aber so hier, ich sag mal, als Standard-Ausgangspunkt ist das mega. Wie ihr da variiert, müsst ihr gucken. Macht's nach, schreibt unten rein, wie hat's euch geschmeckt. Ja, dann sind wir für heute schon wieder durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten, hier oben könnt ihr das nachholen. Da ploppt mein Logo auf, das klickt da an. Dann die Glocke aktivieren, somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ja, und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut. Ciao.